Abstiegssorgen gegen Aufstiegsträume. Oder anders gesagt, Schalke 04 empfängt Hannover 96. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog hier auf meinem Kanal. Freunde, wenn eine Stadt, ein Verein lebt und atmet, dann ist es Gelsenkirchen mit seinem FC Schalke 04. Das haben wir auch schon bei unserem letzten Besuch gegen Kaiserslautern gemerkt. Was war das für eine Stimmung, was war das für eine Atmosphäre? Wenn man schon diese riesige Arena betritt, merkt man förmlich, wie die Luft knistert. Das ist wirklich schon einmalig und hat richtig Bock gemacht. Und heute, gegen Hannover 96, erwartet uns auch eine starke Gäste-Fanszene und das verspricht wieder ein richtig stimmungsvoller Spieltag auf Schalke zu werden. Ich habe schon mächtig Bock, ich hoffe ihr auch. Und nachdem wir uns das letzte Mal die Schalker Meile angeschaut haben und auch ein bisschen die Schalker Stadiongeschichte erkundet haben, erkunden wir jetzt Gelsenkirchen ein bisschen. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Stadion und wie immer gibt uns das die Möglichkeit, auch noch mal kurz aufs Sportliche zu schauen. Ja, und was soll man sagen? Da sieht es so aus, dass Schalke 04 mit gerade mal 7 Punkten nach 10 Spielen Rang 16 der Tabelle belegt und von 5 Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz hat. Das hätte ich so vor der Saison auch nicht gedacht. Das einzig Gute vielleicht heute ist, dass Braunschweig und Osnabrück gestern schon gespielt haben und verloren haben und Schalke so dieses Wochenende immerhin schon mal nicht mehr auf einen direkten Abstiegsplatz fallen kann. Ja, und bei Hannover, da ist die Gefühlslage eine ganz andere, denn da sieht es so aus, dass man zurzeit mit 18 Punkten auf Rang 5 der Tabelle rangiert und heute mit einem Sieg sogar zumindest vorübergehend die Tabellenspitze erobern könnte. Also zwei völlig unterschiedliche Ausgangslagen. Ich glaube trotzdem, dass das sportlich heute eine enge Kiste wird, denn gerade nach der Ansage der Schalker letzte Woche in Karlsruhe werden, glaube ich, einige Schalker Spieler heute noch mal ein paar Prozent mehr geben. Es sei jedenfalls gut geraten. Und ja, für uns heißt es dann jetzt ab ins Stadion. Beginnt die 1-12!
Halbzeitpause auf Schalke und Schalke 04 führt mit 1:0. Und wenn man mal die ganze sportliche Situation aktuell betrachtet, ist das wirklich heute ein richtig starker Auftritt wieder der Nordkurve. Hohe Mitmachquote, gute Lautstärke, man schafft es immer wieder das Stadion mitzunehmen. Also wirklich top, muss man wirklich sagen. Hannover auch im Großen und Ganzen mit einem runden Auftritt. Natürlich, man hat es mit dem kleineren Auswärtsburg gegen die große Nordkurve schwierig, aber auch immer wieder mit guter Lautstärke zu hören, einige laute Rufe dabei. Also im Großen und Ganzen auch wirklich ein runder Auftritt. Kurz zum Sportlichen. Hannover hat für mich bis jetzt mehr vom Spiel gehabt, allerdings noch nicht die ganz zwingende Chance. Und kurz vor der Halbzeitpause dann ein bisschen überraschend das 1:0 für Schalke 04. In der zweiten Halbzeit muss jetzt Hannover natürlich aufmachen. Da ergeben sich dann natürlich wieder Räume für Schalke. Also es bleibt weiterhin spannend. Supporttechnisch bin ich auch weiterhin gespannt, was in der zweiten Halbzeit passiert. Ich glaube, das wird wieder richtig gut werden. Und wir sehen uns dann nach dem Spiel.
Auf Schalke und was ist das jetzt bitte für eine Party gewesen? 3:2 Heimsieg und das merkt man natürlich an der Stimmung. Das war zum Schluss wirklich eine Riesenparty. Man merkt, vielen ist ein Stein vom Herzen gefallen. Es war natürlich für Schalke ein enorm wichtiger Sieg. Hannover nach dem zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich auch nochmal wirklich laut. Dann war so ein bisschen die Puste raus, kann man aber aufgrund des Rückstands natürlich auch verstehen. Da geht es jetzt nächste Woche auf Niedersachsen-Derby vorzubereiten. Da sind wir übrigens auch zu Gast. Da könnt ihr euch schon mal auf ein tolles Video freuen. Ja, und Schalke, ganz herzlich Glückwunsch zum wichtigen Heimsieg. Wirklich tolle Stimmung heute, hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns dann nächste Woche zu zwei weiteren Videos.